So, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei 7 Days to Die. Wir haben es 21.41 Uhr, das heißt, die Horde geht jetzt gleich los. Und ja, wir hatten in der letzten Folge noch die letzten Vorbereitungen gemacht, also sprich hier dieses kleine Dach hier soweit gebaut. Die Luke haben wir aufgemacht, die Türen haben wir zugemacht, vermint haben wir draußen auch. Vermint vor allem, mit einer Mine. Und ja, jetzt geht's dann los. Wir werden mal unseren Bow nachladen. Und einfach mal schauen, von wo die denn jetzt kommen. Das von hier, ne? Ah. Wir hätten mal unser Spotlight woanders hinstellen können, denn. Ah gut, die kommt von hier. Na dann, bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. Ach hey, die haben schon einen weg. Leute, hallo? Haben die irgendwie Red Bull getrunken oder was ist hier los? Aha. Also die sind schon durch. Da sieht man mal, dass diese Holzwände echt absolut nichts halten. Jetzt klettern die hier hoch, ne? Och, da war ein Hund. Ich hab ihn gesehen. Ja, jetzt eine schöne Rohrbombe, ne? Also wenn mir jemand noch sagt, dass die Zombies an die Türen gehen, ja, das stimmt nicht mehr. Das ist. Diese Zeiten sind echt vorbei. Na, hört ihr wohl auf? Gut, es sind ja noch keine Spucker mit bei oder sonst irgendwas. Es ist ja noch harmlos. Das ist ja hier eine Zombie-Horde im Grunde genommen. Gegen sowas kämpfe ich ja täglich. Also das ist ja hier. So, den Spider-Schutz hatten wir ja auf jeden Fall. Das heißt, Spiders können hier schon mal gar nicht hoch. Das funktioniert nicht. Aber ich finde schon heftig. Also einmal aufgewertet nur, ja, das ist. Das hält nicht lange. Kann man wirklich so sagen? Ja, wir wollten jetzt in dieser Folge, wenn jetzt diese Feralhorde natürlich nicht so groß wird und wir das ziemlich schnell beseitigt haben, das Problem hier, wollten wir uns auf jeden Fall diesen. Wassergenerator uns bauen. Großer Name, aber im Grunde genommen kann man auch Springbrunnen dazu sagen. Ich glaube, wir nennen den mal Springbrunnen oder Wasserbrunnen oder Jungbrunnen, wie wir ihn auch immer nennen wollen. Auf jeden Fall, den bauen wir uns. Ob das jetzt nur in der Folge wirklich so klappt, ja, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich in der nächsten Folge wird das wohl eher klappen. Sind ja nur ein paar Zombies da. Und die Nacht ist noch jung, also. Mal sehen. Also vorhin haben sie ja wenigstens noch versucht, hier irgendwie hochzuklettern. Nur was die jetzt da machen, das verstehe ich auch nicht. So, 99 Schuss haben wir noch. Mhm.
Und da kommen immer noch welche. Aber warte mal, kommen wir nicht, wenn ich jetzt...
Dafür haben wir leider zu wenig Pfeile. Wie sieht denn eigentlich unsere Statistik aus? Ja. Könnte besser aussehen, aber... Ja. So, was haben wir? Wir können uns immer noch kein Amboss uns bauen. Das ist schlecht. Ach, guck mal, so klettern die da rüber, ja? Hast du das gesehen? Oh, bist du runtergefallen? Och, Mensch. Ist auch runtergefallen, ne? Aber dass hier die eine Frau, ja, der wirklich den Dicken da so hochgebuckelt hat, ja, also... Junge, Junge, die hat Power, die Frau. Ich finde das echt doof, dass wir nur noch 9 Schuss haben, beziehungsweise 10, ja. Ich würde die ja schon gerne noch hier alle weghaben wollen. Vor allem eigentlich den Dicken, ne? Wenn der Dicke weg wäre, wäre auch nicht schlecht. Kann ich gut mit leben. Das sind 2 Dicke, sehe ich gerade, ne? Ja, ja, buckelt mal die Dicken hoch, da. Aber warte mal. Oh, der kommt hoch. Der ist ein bisschen schlauer als der Dicke, glaube ich. Kuckuck. Kuckuck. Hörst du wohl auf? Ja, fall mal runter. So ist es recht. Ist schon geil, wie die hier hochgebuckelt werden, ne? Also, das finde ich wirklich schon nicht schlecht. Der kommt bestimmt. Der ist schlau. Nee, ist er auch nicht. Hab nicht gehört. Na gut, das war's dann mit der Feralhorde. War jetzt denn doch nicht so viel. Ein bisschen was ist ja kaputt gegangen. Okay, die Außenmauer da. Aber ansonsten haben wir das eigentlich ziemlich gut gemacht hier. Wenn ich mir das hier so angucke, vom Haus an sich ist nichts kaputt gegangen. So, Hunde kommen ja nicht mehr. Kriege ich gleich mal eine gelatscht, ne? Der Mann, der liegt da immer noch. So, locken wir sie mal ein bisschen weiter weg hier. Dass wir hier mal zuschlagen können. Wow, das war eben eine geile Animation, oder? Ja, der Dicke, der kriegt Pfeile in die Augen. Darauf steht der, das macht dem Spaß. Achso, war schon tot. Mensch, die können ja gar nichts mehr ab, die Zombies, ja? Da kann ja meine Großmutter mehr ab, da. Munition. Gut, also wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir zur nächsten Horde das Haus ein bisschen mehr aufgewertet bekommen. Weil ich weiß gar nicht, die kloppen hier noch weiter, ja. Wo kommt die jetzt her? Ich dachte, die wäre tot.
Typen. Ah, die ganzen Spiders, ey. Die krabbeln auch schneller, glaube ich, ne? Kann das sein? Die krabbeln schneller, als man läuft, glaube ich. So, die sind jetzt auch weg. Was mit die? Er ist tot, ne? Gut. So, gucken wir mal. Haben die Spiders wenigstens was bei? Naja, nicht so wirklich sonderlich gute Sachen. Na nun, komm mal. Keule, hier. Ja, guck mal hier. Ja, guckst du? Ei. Der lebt ja immer noch. Jetzt habe ich nicht mal mehr einen Schuss. Das war genau ab Sommer. Läuft im Sommer. So. Gut. Naja. Ne, lass uns das mal mit einer Stone Axe machen. Dafür haben wir sie, ja. Nicht mal irgendeiner in die Mine rein, ja? Also. Komm, das war. Jetzt habe ich da die. Nee, boah, ich wollte jetzt schon sagen, jetzt, wo ich da die Stone Axe rausgeholt habe, jetzt habe ich sie da im Rucksack gesehen, aber nee, das war ja kein Stone Axe. So. So, und dann würde ich mal sagen, ziehen wir mal Bilanz. Das können wir jetzt hier gleich nochmal machen. Räumen hier erstmal die Leichenteile hier alle mal ein bisschen weg. Sieht ja eklig aus. Wenn wir mal Besuch bekommen oder sowas, ja, dann von Krankenschwestern oder sowas, ja, denn und die das sehen, ja, die hören ja gleich wieder weg. Ja. Nee, können wir nicht machen. So. Wie sieht denn unsere Bilanz aus? Also, Fakt ist, die Mauer interessiert mich eigentlich gar nicht so wirklich, weil das war ja mehr oder weniger klar, dass die hier schon durchhauen werden. Ja. Aber wenn ich hier gucke, die Steinmauer, also hier fehlen 40, ja, hier fehlen gerade mal 2, hier 170, hier haben sie, glaube ich, gar nichts gemacht, ja, doch ein bisschen was, aber auch jetzt nicht hier 20, also ein bisschen was haben sie an der Mauer gemacht, aber jetzt so wirklich, dass man jetzt sagen müsste, oh, weia, wir waren jetzt so gefährdet, hier unten ein bisschen ist es nicht, also sprich, Fazit ist, wir haben super überlebt, das ist die Hauptsache und ja, von der Mauer her gesehen, ist auch nicht so viel kaputt. Also man muss das ja auch mal ein bisschen ernst sehen. Die sind hier durch, ja. Im Grunde genommen ist hier ein kleines Loch drin. Also, das war jetzt nicht, dass man... Gut, also hat alles wunderbar geklappt. Wir haben überlebt und ja, die Mauer hat... Moment, zeige ich euch mal. Ja, hat gehalten, ja. Nicht ein Kratzer hat die Mauer abbekommen. Ja? Und das ist die Hauptsache. Okay, ihr Lieben, dann werden wir jetzt in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter aufbauen. Und wie gesagt, dann werden wir auch in der nächsten Folge uns ein ja, Wasserbrunnen bauen, wie auch immer man das nennen möchte. Weiß ich nicht. Den werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge bauen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und... wir haben überlebt. Tschüss.